Einen wunderschönen guten Tag, Freunde! Herzlich willkommen zu Garten auf Ben Ben 4. Heute ist es soweit, wir müssen uns 15 Minuten gedulden, dann kommt das Spiel. Die ungefähre Freischaltung weniger als eine Stunde. 11. August, das ist heute. Und dann können wir rein. Ich lade das Game gleich nebenbei im Stream runter. Wir können uns das angucken, ihr kennt das ja mittlerweile. Ich muss es gleich natürlich noch einmal ganz kurz kaufen. Auch das kennt ihr, Freunde. Bevor wir aber reingehen, möchte ich einmal ganz kurz meinen Sponsor vorstellen. Hier oben seht ihr es. Es ist HelloFresh, Leute. Und ich habe etwas sehr, sehr Geiles gemacht. Wir haben es gestern im Stream gesagt. Wir gucken uns gleich ein Kochvideo von mir an. Es wird sehr geil. Wir vertreiben uns kurz ein bisschen die Zeit. Ich erkläre dann gleich was zum Sponsoring selber. Digga, 780 Zuschauer schon. Lasst ein Like da. Pass auf, Roadmap heute. Wir gucken Kochvideo von Denno. Wir gehen Garten of Ben Ben 4 rein. Danach gibt es einen weiteren Stream. Wir gehen danach in den Zollsimulator wieder rein für, naja, mit Cosplay und so weiter. Ich verkleide mich als Polizist. Wir spielen an der Grenze, dass ihr Polizisten aufpassen müssen. Ich hoffe, ihr habt da auch sehr Bock drauf. Kommt einfach heute mit. Wir machen heute XXL-Stream. Es wird heute sehr, sehr geil. Und ich will ein Like von jedem sehen. Schön, dass ihr dabei seid. Alle Dono-Alerts gehen jetzt einmal kurz auf stumm. Man kann sie sehen, aber sie gehen auf stumm. Denn jetzt, Leute, möchte ich einmal ganz kurz meinen Sponsor vorstellen. HelloFresh hat diesen Monat eine Kooperation mit mir gemacht. Und, ich will euch einmal ganz kurz was zu dieser Website erklären. Die bieten Essen an. Digga, einfach ganz locker, guckt das an. So sieht das Essen auch tatsächlich aus, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt natürlich dabei beim Kochen. Man kann sich Kochboxen bestellen mit einem Code von mir, Denome. Wenn ihr Denome bei der Bestellung eingebt, dann spart ihr bis zu 120 Euro. Und dann könnt ihr Gerichte auswählen, könnt das zu euch nach Hause schicken lassen. Da kommen Rezepte mit. Das ist super kochfreundlich. Und ja, dann kann man sich halt einfach sozusagen das Essen einkaufen sparen und das hier machen. Voll geil. Wie das aussieht, gucken wir uns jetzt an. Pass auf, Leute, ich habe ein Kochvideo gemacht. So lustig. Ich habe es auf Instagram hochgeladen. Also, falls ihr noch nicht dabei seid, Leute, auf Instagram tut sich bei mir momentan nichts. Ich habe auch sehr lustige Videos hier hochgeladen. Tut sich leider auch nichts. Aber würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Naja, wir gucken rein. Ich habe hier, Leute, seid ihr bereit für ein Kochvideo? Hashtag Koch in den Chat, wenn ihr bereit seid. Wir gehen gleich Garten auf Bern rein, 16 Uhr. Seid ihr bereit für ein Kochvideo? Orepo, danke für die Mitgliedschaft. Kuss. Hashtag Koch, wo ist er? Ja, ist der Erste. Let's go, Leute. Wir gucken rein. Wir gucken rein. Also, let's go. Ja, Leute, was geht ab? Wir kochen heute ein Gericht von HelloFresh. Cremiges Hähnchencurry mit Kichererbsen. Da sehe ich mich. Boah, Leute. Freunde, als allererstes brauchen wir natürlich die Zutaten. Die kommen mit so einer Tüte. Richtig geil. Alles drin, alles verpackt. Fleisch extra. Extra gekühlt natürlich. Guck hier, ne? Sehr, sehr geil. Mit Haltbarkeitsdatum. Digga, da bin ich immer so ein Typ von. Ich muss immer Haltbarkeitsdatum sehen. Spinat aus Deutschland. Digga, schwarzer Kümmel. Chickpeas. Oh, Digga, ich bin Englisch. So ich verkleide mich gleich als Koch. Ja, Leute, Kichererbsen, ne? Auch ganz entspannt. Wusste ich auch. Wollte ich nur testen. Cashew-Nüsse. Könnt ihr was hören? Ihr könnt was hören, oder, Chat? Könnt ihr was hören? Ja, ne? Nur, dass wir es einmal kurz klären. Ihr könnt was hören, ne? Ja, perfekt. Cashewnüsse? Ich bin allergisch gegen Nüsse, Freunde. Kokosnüsse. Ist ja aber nicht schlimm. Cashewnüsse muss ich tatsächlich ein bisschen gucken, weil ich... Da muss man sagen, Leute, ich habe die Cashewnüsse einfach rausgepackt, damit ich nicht RIP bin. Aber trotzdem war das Gericht sehr krass. Also wenn man, ich sag mal, ich lasse mir ein Gericht nicht vermiesen, nur weil da Nüsse dabei sind. Die kann ich ja rauspacken. Dankeschön für 2,50 Euro, Orca. Da weiß ich noch nicht, ob ich das mit reinmache. Das Gericht ist aber trotzdem mega krass. Hier haben wir Knoblauch drin, oder was? Alter, wie Knoblauch, geil. Digga. Das ist auf jeden so Fall gut. Mega wild. Wir haben Basmati-Reis und wir Richtig. Haben Hühnerbrühe. Pomodoro, Tomatenpüree, Leute. Das hier sind die Zutaten und ich... bin jetzt am Kochen. Ihr wisst ja, Profikoch Denno ist vorbereitet. Natürlich kommt Salz und Pfeffer nicht mit. Das sind die Basics, wenn die nicht im Haus hat. Digga, ist wirklich lost, sag ich es. Als erstes ein Becher, da ein bisschen Reis rein. Der Becher ist wichtig für mich. Warum? Ich nehme immer 2 Portionen Wasser von dem Reis, wie viel in diesen Becher reinpasst. Leute, ich liebe Reis. Ich habe einen Reiskocher. Einfach nur, weil ich so oft Reis esse, dass es damit viel entspannter ist. Gibt es da auch vegan? Kann ich dir nicht sagen. Ich will nicht sagen ja, aber es könnte sein,
dass es das da gibt. Auf jeden Fall gibt es vegetarisch, das definitiv schon mal. Wenn es vegetarisch gibt, vielleicht gibt es auch vegan, vielleicht sind auch einige Gerichte vegan, musst du tatsächlich mal schauen, ne? Sieht schon, also es kommt auf jeden Fall gut hin. Nehmen wir einen Reiskocher, also ich mache das dieses Mal nicht mit Topf. Ne, Leute, ich habe ja ein bisschen Erfahrung und habe das natürlich auch schon alles abgemessen. 300 Milliliter, also 150 Gramm Reis. Das ja, vorbereitet. Hier vorne sieht man das Rezept, Leute, ist wirklich so easy. Und der geht jetzt direkt in den Reiskocher. Also das brauche ich, was zum Rühren. Da muss natürlich ordentlich etwas rein. Wir wollen die Soße vorbereiten, Leute. Und ich werde jetzt das Rezept einmal ganz kurz checken. Tomatenmark, Kokosnussmilch, Currypulver, habe ich in der Verpackung vergessen. Und Cashewkerne müssen dort mit rein. Ich weiß nicht, Leute, ich weiß nicht. Ich habe halt, also wenn die Allergie reinzündet, dann richtig. Digga, wird auch eine Allergie von euch. Wenn ich Nüsse esse, mein ganzer Hals schwillt an. Ich muss dann kotzen. Es ist extrem schlimm. Ich würde die Cashewkerne tatsächlich an die Seite packen, weil ich kein Risiko eingehen will. Ich habe aber trotzdem, wie gesagt, voll Bock auf das Rezept. Ich weiß ja, dass da die Nüsse drin waren. Aber ja, die Cashewkerne kommen dann da halt nicht mit rein. Das muss man natürlich auch selber für sich wissen. Ich würde mal sagen, wir fangen auf entspannt an, erstmal den ganzen Ei hier aufzumachen. Und mir ist eingefallen bei der Soße, ich habe ein weißes T-Shirt an, Freunde, und ich habe eigentlich eine Kochschürze. Bin aber so selten momentan in der Küche, weil ich mit YouTube so viel zu tun habe, dass die jetzt erst kommt. Schere. Löffel. Damit werden wir das jetzt hier erstmal ganz entspannt reinlunzen. Wenn ich das jetzt schon so rieche, kriege ich auf jeden Fall einen miesen Hunger. Dann sollen wir ein bisschen Kokosnussmilch reinmachen. Ja, das kriegt schon die richtige Konsistenz hier, denke ich. Und Leute, ich merke jetzt gerade, ich war schon lange nicht mehr so richtig in der Kochstube hier unterwegs. Ich koche nämlich immer sehr viel vor und so weiter. Ich muss einmal nicht umkehren. So, da bin ich. Profi-Koch Denno, Leute, jetzt bin ich da! Jetzt bin ich da! Ich habe meinen Schneebesen auch dabei. Ich guck mal, was jetzt hier noch so alles reinkommt. Currypulver und Hühnerbrühe, ja, das ist ja eigentlich relativ easy. Boah, ich liebe Curry, ne? Curry ist so geil. Dann haben wir die Hühnerbrühe hier auf der. Soll ich mal einen Kochstream machen, Leute? Hättet ihr mal Bock drauf auf einen Kochstream? Weil wenn ihr sagt so, ey, ihr werdet dabei, wir haben viele Zuschauer, dann würde ich schon sagen, Leute, dann mache ich mal einen. Weil ihr seht ja, mein Setup steht, Digga. Es geht schon easy going. Das sieht aus. Lange nicht mehr mit Hühnerbrühe irgendwas gemacht. Puh. Und ab geht's. Mal gucken, wie die Soße am Ende. Guck, der Profikoch. Baba! Das ist die Soße und die wird jetzt erstmal weggestellt. Die muss jetzt erstmal oben, Leute. Der schwarze Kümmel kommt, by the way, später mit dem Reis zusammengemixt rein, wenn er fertig ist. Als. Der schwarze Kümmel, Leute, ist dieses, was ihr vielleicht, wenn ihr beim Chinesen mal essen wart, diese schwarzen kleinen Punkte, die geben dem Reis einen gewissen Geschmack. Digga, einfach nice. Also, wusste nicht, dass das so geil ist, habe ich mir jetzt tatsächlich auch nochmal nachbestellt, generell, wenn ich Reis esse, ne? Also, komplett schwarzer Kümmel. Digga, also HelloFresh, muss ich schon sagen, für Leute, die keine Ahnung haben vom Kochen, ist das optimal. Weil man lernt da echt einige Gewürze kennen, die man sonst vielleicht auch nie anfassen würde und lernt sie dann halt auch zu schätzen, ne? Nee, das hier ist meine Kochplatte. Extra für euch. Und die Pfanne drauf. Guck, Digga, wie cool. Auf entspannt. Ich mach mal eineinhalb, Leute. Will nicht so viel Öl hier drin haben. Leute, lasst ein Like da, wenn ich Kochstream machen soll. Hähnchen in die Pfanne. Auf entspannt. Und oh, wer kriegt jetzt Hunger? Wer kriegt jetzt Hunger? Auch mit rein. Ich schwör's euch, das roch ab da, wo der Knoblauch und die Zwiebeln drin waren, roch das so krass lecker. Wir warten jetzt, bis das Hähnchen goldbraun ist, damit wir den Rest der Zutaten hinzufügen können. Wild, oder? Als nächstes kommen die abgegossenen Kichererbsen in die Pfanne rein. Dann Babyspinat. Man soll den eigentlich erst danach reinpacken. Kurzer Twist. Aber ich habe das vorher da reingepackt, weil ich mag das nicht, wenn Gemüse oder so fest ist. Kennt ihr das? Wenn man so Karotten zum Beispiel macht, Karotten können weich sein, wenn man die halt natürlich lange gart. Aber die können auch voll hart sein, so bissfest. Und das mag ich überhaupt nicht. Deswegen habe ich Spinat schon vorher reingetan. Guck, wie ich guck. Mein Gesicht, Leute. Guckt es an, wenn ich am Kochen bin. Zu wild. Mittlerweile. Soße. Ich mag die Sachen nicht so hart, Leute. Deswegen vermengt man das alles. Und ihr seht schon,
Sachen. Die Konsistenz ist auf jeden Fall schon extrem wild. Sag ich euch, wie es ist. Das Ganze jetzt noch mit einem kleinen Schuss Butter ergänzen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Und dann sind wir eigentlich schon fertig, Leute. Ich sag euch, komplett easy. Das Gericht super chill. Wartet ab. Ich zeig das Gericht am Ende noch. Ich habe extra eine Maschine dafür gekauft, für einen Kochstream natürlich. Ja, drunter. Wir lassen das Gericht jetzt noch mal durchziehen. Ey, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, ne? Aber das sieht schon echt heftig aus. Und es riecht auch so. Eine kleine Prise Salz. Pfeffer. Bruder, alles rein. Brauche ich nicht mal abschmecken. Wer feiert Pfeffer genauso wie ich? Bruder, ich hätte eigentlich am liebsten ganz komplette Schüssel aufgefüllt rein. Pfeffer, Leute, absolut mein Main. Und dadurch sieht das Ganze jetzt optisch sogar noch ein bisschen chilliger aus und wird wahrscheinlich auch dementsprechend schmecken. Oh, Baby. Könnt mir sagen, was ihr wollt. Das Gericht hat 15 Minuten gedauert. Super entspannt und war sowas von lecker. Und hat satt gemacht. Zwei Portionen sind da immer mindestens drin. Und das sind auch zwei Portionen mit Reis. Bro, das sieht krass aus. Hab ich gemacht. Hab ich gemacht. Mit Kochanleitung. Mit Rezept. So, ich kann natürlich auch anders, wenn ich will. Da sehe ich mich. Leute, mega geiles Rezept. Ich hab Bock, Digga, mir das jetzt schmecken zu lassen. Und tut mir leid, beim Essen, Digga, filme ich mich nicht. Das ist für mich Genuss pur. Und falls ihr Bock habt, könnt ihr natürlich auch gerne bei HelloFresh bestellen. In der nächsten Story seht ihr alle Infos dazu. Und hier sind die Infos. Gutschein, Code, Denome, einfach auf HelloFresh gehen, Leute. Ich sage herzlichen, herzlichen Dank zu HelloFresh, an HelloFresh, Leute. Sehr, sehr geil. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn die auch in der Zukunft an Bord sind und sagen, ey, hat uns gut gefallen mit dir. Deswegen, falls ihr supporten wollt, falls ihr sowas hier mal generell ausprobieren wolltet, gönnt euch einfach mal, guckt euch mal rein. Und ich habe das schon mal in einem anderen Stream gemacht. Hier kann man sich zum Beispiel diese Rezepte aussuchen. Und tatsächlich gibt es vegane Rezepte. Gibt es. Gibt es. Es gibt sogar vegane Küche. Also da ist alles dabei. Man kann nur vegan ankreuzen, die Anzahl der Personengerichte pro Woche. Dann spart man ein bisschen und man zahlt 6 Euro pro Gericht. Weniger als ein Döner bei uns. Ich sage euch, wie es ist. Dafür, dass es deutlich gesünder ist und man weiß auch, was drin ist. Gönnt euch. Vielen, vielen Dank auch an HelloFresh, wenn ihr das nochmal sehen. Leute, jetzt geht der Countdown los. Wir machen Abfahrt. 3 Minuten, es wird Zeit für einen Track, den ihr alle kennt, denn wir wollen Garden of Benben 4. 2 Minuten. Musik, 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 Moment. Ich sehe gerade, dass es die Musik noch nicht mitgekommen ist. Gebt mir einen Moment. Ja, das haben wir gleich. Leute, ich habe ja neuen PC, ne? Das ist ja alles immer ein bisschen, wie soll ich sagen? So, Moment, Moment, alles Klörchen. Ich glaube, das passt, ne? Sieht gut aus. Ja, läuft! Also, starten wir rein! Puh, Junge, ich hab Bock, Alter. Wer ist dabei heute? Wer bleibt bis zum Ende? Wer ist später noch mit im Zollsimulator? Lasst ein Like da, Leute. Ich will heute den miesesten Support von euch und genießt den Stream. Es wird sehr, sehr wild. Eine Minute. Ey, ich hab gewartet so lange. So lange habe ich gewartet. Chat, seid ihr so bereit wie ich? Sekunden! Geil. Zählt runter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Es geht los. Da ist es, da ist es. Let's go.
Download läuft! Sieh! Wir sind gleich soweit. 20 Sekunden, wir können rein. Bruder, Speed-Download heute. Ungefähr so. Ungefähr so. Zieh das auf mein PC jetzt. Mach hinne. Mach hinne. Es geht los. Bruder, können rein. Ab geht's. Game wird kurz laggen, PC auch, schwör ich euch. 100 Pro. Die haben es nicht optimiert, ich wette. Kann sein, dass es gleich kurz eine Bildstörung gibt. Ich muss das Spiel einmal kurz einstellen. Habe ich mir schon gedacht. Digi. Sag ich ja. Garten auf Batman 4! Leute, let's go. Die Musik, Brudi, die Musik. Garten auf Ben Ben 6. Garten auf Ben Ben 6. Bro! Begin rein. Gänsehaut, Digi kickt anders. Wer ist dabei? Ich fange nicht unter 1000 Likes an, irgendwas in dem Spiel zu machen. Ihr könnt mal rein supporten, ihr verdammten Gauner. Boah, es geht los. Digga, wir haben gewartet, Chat. Wir haben gewartet ohne Ende. Wir haben gewartet. Kai, Digga, zünd die Rocket. Alright, wir sind durch. Mieser Support. Für Eltern, die nach ihrem vermissten Kind suchen, ist Zeit eine heikle Angelegenheit. Klick auf die Uhr. Karren sind hier. Die Tür ist auf. Das ist nicht gut. Celine Snail ist drin. Und sie ist weg. Zwei Augen. Zweimal zwei Augen. Seht ihr das? Ihr seht's nicht. Das sind Augen. Das sind Augen. Also die sieht man ganz, ganz leicht. Wir gehen rein. Yo, was geht ab? Na, Mann? Was ging denn da gerade ab, Mann? Digo, ich bin 5 Sekunden im Game tot. Geil. Geil. No way. No way. Okay, warte. Ich muss einmal, Digga, ich muss einmal ganz kurz, bevor wir reingehen. Alright. Meine Drohne ist hier. Junge Vogel. Wir müssen laufen! Bruder, was geht denn hier ab? Lauf! We'll be right back.
du Scheiße! Was ging denn da gerade ab? Digga! Junge! Junge, 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 Junge! Das war mit Abstand der krasseste Einstieg, den wir hatten. Alter, leck mich am Zückerli. Danke erstmal für die Dono. Fabio aus Discord, Kuss. Ey, ich muss einmal ganz kurz, Digga, das Game war ja sowas von laut. Wen sind gerade die Ohren weggeflogen, Freunde? Also mir safe. Ich sag, wie es ist. Was haben wir hier? Was ist los, Birdie? Hä? Ja, Alter, weil ich dich dabei hab, hab ich jetzt ihn hier an den Hacken, oder was? Das ist doch scheiße, ist das. Mensch, Vogel, du. Ja, komm mal her. Ich stell dich mal hier hin. Du bleibst jetzt mal... Sollst da stehen bleiben. Okay, Digga, dann so. Dann halt so. Ja, komm da mal runter. Hehe. Netter Versuch. Ah, der hat nämlich Angst. Jetzt können wir mit der Drohne... Ey, Bro, Bro. Ich hatte gerade Schiss meines Lebens. War ja wirklich absolut gottlos. Ja, was ist denn jetzt mit dir? Kommst du nicht mit? Ja, dann bleib halt da. Ist mir auch egal dann. Oh, Leute, was ist das denn? Eine neue Fernbedienung? Hey! Irgendeiner schleppt mich weg! Oh nein! Oh nein! Digi. Eine hübsche Dono! Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Listen up, criminal. Sheriff Todster! No act of you being unconscious won't work on me. You're a prisoner now. Ich bin Gefangener! You'll do what you're told without any questions. Understood? Now your first task is very simple. Nein. I will ask you yes or no questions, and you'll answer them using the button. Nein, Sheriff, bitte! Right. Facing forward. The button on your right is a yes, and the button on your left. Oh, Leute, ja oder nein fragen. Okay, Sheriff. Question one. Someone locked up all the criminals in the swamp on the level above. Was that you? Nein, ich hab die Kriminellen nicht eingesperrt. Das waren Sie, Sir. Interesting. Huh. I wonder. Moving on then. Have you ever come in contact with the threats shown on the board? Bin ich jemals mit Yoshi in Berührung gekommen? Ja. Really? I'm surprised you're still in one piece. Third question. Dritte Frage. Have you ever come in contact with the threat shown on the board? Ja, auch mit dem bin ich schon in Berührung gekommen. Heads up. Fourth question. Have you ever come in contact with the threat shown on the board? Jester! Nein, den habe ich noch nicht gesehen, Sir. Kann ich gehen? You must have come from the floors above. Fifth question. Fünfte Frage. Have you ever come in contact with the threat shown on the board? Ja, Nep kenne ich. Den habe ich gesehen. Creeps. Das macht ihm Gänsehaut. Sixth question. Have you ever come in contact with the threat shown on the board? Bist du jemals... Nö. Den kenne ich nicht. The rest of your answers were as truthful as this one. All right. Grab your belongings from the back and step out of the room. Ich kann meine Sachen nehmen und gehen? Aber wer ist er denn? Leute, Sheriff Todster ist hier. Einfach ein paar Fragen stellen. Alter, wer bist du denn, Bruder? Was haben sie mit dir gemacht? Digga, der ist ja richtig muskulös. What a waste of time. You don't even work here. What on earth are you doing this deep down anyway, partner? Ich hab keine Ahnung, was ich unten mach. Follow me. We can talk more inside. Leute, Sheriff Todster ist ein guter. Ist ein guter Cop. Was ist das für eine Tür? Keine Ahnung. Seht ihr schon eine Hacking-Folge kommen? Was ist dahinter? It's not very sturdy. Es ist nicht stabil hier. Bro, wir sind in einem Kindergarten, Freunde. Wir sind in einem Kindergarten. Ich sag's nur. Sheriff, warte doch mal. Ey. What?
Welcome to the kingdom. Willkommen im Königreich? Was für ein Königreich? It's not up to me to decide what to do with your partner. We need to talk to the queen. And when we do, Digi, ich hab Gänsehaut des Todes. Alter Mann! Die Königin da hinten. Bruder, was geht denn jetzt ab? Dieser ganz andere Film. Digi, Queen Bouncelia ist hier. Alter, wie groß die ist. I've finished interrogating the new captive. Hallo? And how would you rate the fruitfulness of that interrogation on a scale of 1 to 10? 0. They don't talk much. And I think they came from the surface. The surface? Die Oberfläche? Did they say what they're doing down here? I'm afraid not. I think I know. A worried parent can spot another worried parent from a mile away. I've heard the screams and the crash from above. You're here in search of your child. I fear you won't find them. Most humans have ceased to come down to this floor for quite some time now. We can help with getting you back up to the upper floors, but allow me. Ich kann wieder nach oben! I am Queen Bouncelia, the ruler of the kingdom. Hier ist ein Königreich unter dem Kindergarten. The protector and only other citizen of the kingdom. Die sind hier nur zu zweit in dem Königreich. On behalf of both myself and the sheriff for the rough reception. Seht ihr das? Der hat Narben hinten. I'm sure you can understand. How's the elevator back up doing, Sheriff? Not too well. It's missing some crucial parts. 3 to be exact. Do you know where these parts are? Yes, Your Majesty. I was previously too occupied to go and collect them. The coming hours will be rough for us all. But this is not your battle, parent. A sheriff, accompany the parent and go grab the missing parts. But Your Majesty... We should be focused on protecting you. Junge, was geht hier eigentlich ab? You will, once you two get back with the parts in hand. Ja, okay. Alright. Ich helfe da. You heard the lady. Let's head to the station. Sheriff Tots, das ist mein neuer Kollege, Mann! You Jawohl! Too well for someone who doesn't utter a word. You know that? Wir gehen rein. Matteo, hör bitte auf zu spammen, Bruder. Nervt gerade. Halt dich einfach zurück, Mann. Ich klär das später. Du siehst ja, dass ich beschäftigt bin. Muss man auch mal Verständnis haben als Aushilfsmod. A lot of trouble, partner. The Queen's Jester has gone rogue. No matter what happens, he must not make the Queen laugh. Otherwise, what's in her pouch escapes, and we all die. Leute! Wie krass ist das? Wir sind einfach im Pilzkönigreich. Komm mit, kleiner Mann. Wir gucken uns mal hier um. Was geht denn hier? Die sind die einzigen beiden Bürger von diesem Königreich, ne? Ich passe hier nicht durch, okay. Klar. Das Königreich sieht voll komisch aus, Mann. Das ist doch kein Bruder. Alter Wetzstein. Was ist das denn? Bro! Leute, erster Eindruck von Garden of Benben 4, was sagt ihr? Ich find's crazy. Was ist das? Was ist das? Kochmütze? Ich hab eine Kochmütze gefunden. Jo, Mann, warte mal. Was ist denn hier unter, Leute? Die Dunkelheit. Wanted. K.
Captain Fiddle, tot oder lebendig? Auch der hier, tot oder lebendig? Hier ist ein Zettel. Das ist ein Albtraum, es muss einer sein! Ich dachte, ich wäre bereit, die Dinge hier unten zu regeln, aber ich habe das falsch gesehen. Sie sagten, das Training würde genug sein. Ich habe mich betrogen gefühlt und ich fühle mich ängstlich, aber niemals beides zur gleichen Zeit. Ich hätte mein Leben niemals in die Hände von Mitarbeitern legen sollen. Ich wurde zurückgelassen, so wie sie weggerannt sind, wie Feiglinge. Jetzt bin ich hier und rede mit einem Stück Papier. Was war der Schrei von oben? Und was hat uns hier verfolgt? Digga, hier ist irgend so ein Typ, der Zettel schreibt. Der Main Character vielleicht? Oh. Kann ich in den Fahrstuhl einfach einsteigen? Kann ich hier einfach rein? Okay, pass auf. Ich nehme den mit. Du musst hier bleiben. Vogelmann. Ja, okay. Vogelmann, ich nehme dich mit. Ah, ich muss in den anderen. Alle Fahrgäste müssen zuerst in den Zug einsteigen. Ja, was machen wir denn da jetzt? Jester? Jester guckt hier. Hey, wer bist du? Leute, das war Jester! Ich habe ein Ticket gefunden. Da war Jester. Ticket. Alter Schwede. Keycard, Ticket. Gibt's hier noch mehr Tickets? Ja. Noch ein Ticket. Ich komme hier erstmal nicht weiter. Ich habe 4 Stück. Da oben ist noch eins. 5 Stück. Wir brauchen noch ein 6. Macht eure Augen auf, Chat. Matteo, herzlich willkommen im Stream, mein Bester. Da ist das letzte. Die Tür geht auf. Was passiert jetzt? All aboard. Wir fahren mit dem Zug. I get your confusion, partner. I really do. What's a massive bipedal toad with a hat protecting a giant purple kangaroo queen for? After I was thrown down here by your kind like I was trash, I was hopeless, aimless, cold, and miles away from the promised surface. Anscheinend wurde er von uns wie Abfall dahin geworfen. I was accepted at my lowest. It was then that I declared myself the ultimate protector of the queen. It's a cause worth fighting for. Tschüss, Vogel. Good-hearted individuals deserve protection. Junge, wo sind wir? Wir sind immer noch im Kindergarten. Denno, was wird im nächsten Stream gemacht? Zollsimulator. Dankeschön an Elias für den Fünfer. Elias, mein Bester, ich hab's doch gesehen. Here, Kuss, Parker. Kuss. Let's get this over with. Okay, wir sind jetzt an einer anderen Station. Verstehe. The part we need should be in the administration room, within the ventilation corridors. But it looks like the door's locked. Komm mal her, Vogel. Komm mal her zu mir. Ich bring dich mal hier hoch. Bleib mal da oben. Okay. Das hier ist ein Fallreport für den Sheriff mit einem QR-Code, den ihr gerade seht. Wir werden diese Stories nochmal in Ruhe durchgehen.
Ich mache dazu nochmal ein Video. Es gibt nochmal ein komplettes Bandman-Video, Leute, wo wir uns auch auf diese Zettel und so weiter genauer also einlassen, ne? Was? Das ist gar nicht Chester! Bitter Jiggle heißt der Charakter! Bitter Jiggle! Nichts ist so cool wie ein Lächeln. Erzähle einen Witz, egal wo du hingehst. Leute, ich gucke euch jetzt an, ne? Könnt ihr lachen für mich? Könnt ihr jetzt lachen? Treffen sich zwei Jäger im Wald, beide tot. Hehe. Okay. Ja, ich stimme Bitter Jiggle zu. Witze sind cool. Ich mach mal die Tür auf, mein Bester. Ich muss aber meine Drohne nochmal tunen. Chaddy. Drohne-Tuning. Also, ich hätte gern die Farbe schwarz. Schwarz wie die Seele. Chefhut könnten wir raufpacken. Ferngesteuertes Spiel, klassischer Look. Oh, Digga, meine Fernbedienung ist schwarz. Einfach so. Leute, wir gehen mit der Dark Drone rein. Oh, Junge, die sieht schon sexy aus, Mann. Was haben wir hier? Ich hasse das. Drohne, einmal da hinten. Ist das dein Ernst jetzt? Du sollst da rein. Was ist da drin? Sheriff, muss ich da jetzt reingehen? Ina. Oh, oh nein. What's happening? Nein, Sheriff! You bitte! Stay in there and don't move. I'll figure out a way to get the door open. Oh nein. Oh no. Oh no. Hi, I'm a hungry snake. Do you have any food? Ich hab nichts zu essen. Wer ist das denn? Was ist das denn jetzt? Eine hungrige Schlange? Ah! Bitter Jiggle! Mach die Tür auf! Mach die verdammte Tür auf, Bruder! These toad stars never disappoint, partner. That, my friend, was the Jester I was talking about. AKA Bitter Giggle. He now knows we're not the kingdom. Let's grab the party, get out of here. Mach das nie wieder, Kröte. Können wir da jetzt rein? Nein, können wir nicht. Alter. Bitter Jiggle, der verdammte Hund, ne? Jo, was ist denn das? Kann Gefahr fühlen. Musik aus dem Schnabel, Ausrufezeichen. Komm mal her hier, mein Kleiner. Wait. I know my enemies. We're being stalked. Wir werden verfolgt. These vans are interconnected. They make perfect traps. Das sind Fallen. I'm sure there's a way we can tell which ones are rigged. We just need to figure it out. Was machen wir denn da jetzt? Leute, wir könnten... Ey, 2000 Zuschauer, gottlos heute. Kuss, Kuss, Kuss. Freut mich, dass ihr dabei seid. Auf der Reise Garten auf Ben. Was passiert, wenn wir da reingehen? Alles cool, Leute. Alles cool. Ich hab Angst, Mann. Hier ist irgendwas in den Schächten drinne. Nap, nap!
Das wäre ein geiler Vogel, ne? Das wäre ein geiler Vogel. Das ist ja ein geiler Vogel. Piepst der, wenn ich tot bin? Alter! Puh. Okay, Chat. Wir müssen schwitzen. Okay, er piepst, wenn ich mich vorsichtig rantaste. Alright, weiter geht's. Vogel, du bist... Digga, ich lieb den jetzt schon, den Kleinen. Wie nennen wir den, Leute? Wie nennen wir den? Wir brauchen einen Namen. Chat, schreibt mal geile Namen rein. Ich guck mir gleich einen raus. Anton Gustav, seid ihr bescheuert, Mann? Du bist doch kein Gustav, oder? Mein Kleiner? Frankie? Edgar? Edgar ist schon cool, aber... Jawohl. Na komm, mein Kleiner. Bobby? Bobby finde ich auch nicht so. Komm mit. Wir können hier nicht lang. Nugget? Wie Chicken Nugget? Leute, wer ist für Nugget? Eins im Chat. Wer ist für Nugget? Okay, wir sind safe. Nap ist hier. Nap ist auch hier. Auch hier ist Nap. Nugget, komm mit. Bisschen hier rüber. Ich lieb den. Den kleinen Vogel, Mann. Da ist er nicht. Na los, Nugget. Wie wär's mit Charlie? Baby-O? Ich finde, Nugget ist nicht cool. Er braucht einen besseren Namen. Er braucht was Persönliches. Wie heißt der Kleine? Wir brauchen einen Namen für diesen Vogel. Johnny? Mm-mm. Olli? Auch nicht. Fluffy, Pinky... Pinky wäre cool. Leute, seid ihr mit Pinky down? Ich finde, das ist... Wobei, Pinky ist auch nicht so persönlich. Wir nennen ihn... Wir nennen ihn Pilly. Pilly Boy? Auch nicht. Oh, wo sind wir jetzt? Daran kann ich mich entsinnen. Auch gesucht. Was ist das denn für ein Monster? Ist das Zion aus Rainbow Friends? Denno Junior, wollen wir ihn DJ nennen? Nee, DJ ist auch blöd. Bob passt nicht. Oh, wir könnten jetzt was herunterfahren. Temporary Shutdown. Machen wir erstmal nicht. Können wir hier durch? Können wir nicht. Was ist hier? Hier liegt ein Zahnrad. Okay. Birdie? Birdie wäre eigentlich auch ganz cool. Ey, ich komme hier nicht... Ey! Ich komme da nicht durch! Meine Güte. Abschalten. Alles entspannt.
Ich schnapp mir das Teil jetzt. That's the part we need from this section. Let's head back and see if it'll fit. Ja, gehen wir einfach zurück. Es wird nichts passieren. Wir gucken einfach, ob's passt. Mr. Piepmatt! Ich bin für was mehr in die Richtung... Lollipolly Henry... Pinky Miniboss? Nee. Wie wär's mit... Also, ich bin für Charlie, Leute. Das ist süß. Nehmen wir Charlie? Seid ihr dabei? Guck mal, ich meine, der sieht aus wie ein Charlie. Hey, Charlie. Ich finde, das ist schon süß. Also, wir gehen, ich gehe zu Charlie mal rein. Okay, Leute, wir haben einen Namen gefunden. Das ist ein Charlie jetzt. Charlie, der Opilla-Vogel. So, ja, wir müssen jetzt wahrscheinlich wieder zurück, ne? Ziehen wir mal durch. Charlie! Brudi! Schwierig. Oh, da kommt er auch schon. Der Vogel. Ich weiß ja nicht, ob Opilla-Bird jetzt mega sauer ist auf mich so, ne? Was war das gerade? Sind wir gerade an einem anderen Bahnhof gewesen? Es geht hier anscheinend im unterirdischen Geschoss so... Zack. Zum nächsten Punkt. Okay. Wir sind gerade an Pink vorbeigefahren. Oder was? Hä? Ah! Nee, ich check gar nichts. Jetzt sind wir wieder bei Gelb? Nee, sind wir nicht. Okay, verstehe. Wir sind hier so lang gefahren. Let's head for the elevator to see if the part fits. Okay, Leute, wir gehen zum Fahrstuhl. Also, so wie ich das jetzt verstanden habe, die Geschichte von Garden of Benjamin 4 derzeit. Es geht immer weiter runter und die sagen schon so, kommst du von oben? Das heißt, es geht wohl immer weiter runter. Immer weiter. Wo ist das Ende und vor allem, was wartet am Ende auf uns? Achtung! Alle Denomir abonnieren! Damien, bist ein Süßer. Dankeschön, mein Bester. Kuss. Hey, Charlie, wo gehst du hin? Leute, ich muss Charlie suchen. Habt ihr es gesehen, wie er durchgezogen ist? Charlie, warte mal! Bro, der hat Formel-1-Fahrer oder was gewonnen? Oh nee, ey, ich bin der schlechteste Vogelsitter der Welt. Charlie! Warte mal! Boah, nee, du! Was läufst denn du so schnell weg, du Dovi? Mach das bitte nicht nochmal! Es gibt noch ein Case Report Update zum Sheriff. Interessant. Okay, wir reparieren gerade den Aufzug. Bleib erstmal in der Wohnung. In welcher Wohnung denn, Bro? Wo ist denn meine Wohnung? Kann ich hier rein? Wir können ja mal gucken, was hier ist. Vielleicht gibt es hier noch ein Secret, Leute. Ich schaue mich mal kurz um. Hier drüben ist nichts drin anscheinend, okay. Ich glaube, du sollst zur Königin. Ja, das weiß ich, aber... Was ist mit Charlie? Der wartet da hinten jetzt. Ich dachte, der kommt mit. Ich dachte, wir sind beste Freunde.
Ich habe so ein ungutes Gefühl. Man kann hier Kassetten abspielen. Klar, Mann. Entspannter Flachbildfernseher hier. Gleich in der Burgwand. Wer kennt ihn nicht? Dankeschön. Okay, also hier gibt es gerade nicht viel zu entdecken. Moin, moin. Ich habe das erste Teil geholt. Keycard. As a token of my respect, please accept this blue keycard. While not much, it is what we consider a symbol of trust. Ja, ja, ich nehme die. Proud to announce that you are officially a citizen of the kingdom. Ich bin Bürger des Königreichs. Even after the kingdom now proudly announces that it has a rich population of 5. I say 5 because a friend of yours showed up while you were away. Ein Freund ist von mir aufgetaucht. I told him to stay in the infirmary. He asked for you, so perhaps you could speak with him. Ein Freund von mir ist hier. Leute, wer könnte das sein? Wer soll denn jetzt mein Freund sein hier? Ein Freund von mir ist hier. Herzlich willkommen, Diana, in der Familie. Ich freue mich. Es gibt ein Report-Update über die Königin. Oh, hier hat jemand Geld fallen gelassen. Dankeschön. Ich mache mal die Musik einen Ticken leiser. Ein hübsche Dono! Vielen, vielen Dank für 6 Euro, mein Bester! Kuss geht raus an Creepercraft. Felix, was geht? Manuel, René, danke dir auch nochmal für 1 Euro, ne? Kuss, Kuss. Leute, wir sollen in die Medic Station, weil dort anscheinend ein Freund von uns ist. Ben Ben ist kein... eine Schnecke. Junge, was ist denn das hier? Ich mach auf. Hallo, wie geht's dir, Athena? Ich bin gerade ein bisschen beschäftigt. Ich kann nicht so viel Chat lesen. Ich hoffe, dir geht's gut. Ben Ben? The Queen mentioned having many visitors in one day. I knew it had to be you. Listen, whatever happened to me, whatever I tried doing to you, just er ist wieder zurückverwandelt. I was forced to obey without much thought. I tried communicating with you from afar for a reason. Now you know the true reason why. Still, I want to make it up to you. The Queen filled me in on the situation with the elevator. I want to help with that. I feel much more in control now. I'll come help you find the missing pieces of the elevator. Mann, Witz. Okay. I just need to rest for a little bit and I'll meet you at whatever that station is. Ben Ben kommt jetzt mit mir. Ein hübscher Dono. Wir laufen jetzt mit Ben Ben mit, ne? Creepercraft! Vielen Dank. Fetty Faber. Wer ist denn Fetty Faber, Bruder? Leute, Hashtag Fetty Faber in den Chat. Danke, Eddie! Vielen, vielen Dank für die Donut. Vielen, vielen Dank, Bruder. Dankeschön. Nachbarn freuen sich mal wieder. Okay. Ich kann hier nicht raus. Ich muss da lang. Uiuiui. Ui, ui. Wir gehen jetzt mit Bam Bam auf Piste, ne? Es wird interessant. Hier liegt ein Zettel. Hallo, Mami.
Wir hatten die schönste Party aller Zeiten. Ich und Claire und Stinger Flynn und Miss Mason. Wir hatten die Lehrerin da unten rechts gemalt. Junge, die sah ja richtig komisch aus. Wir machen auf die Tür. Es ist wieder dunkel hier drin, Mann. Ich will hier... Alright. Was ist hier passiert? Leute, was geht hier ab? Stinger Flynn? Das ist... Der ist doch klein wie sonst was. Guck das mal an. Seine Hände sind in diesen Rohren drin. Ich red mit ihm. It's you. Don't worry. I'm unable to hurt you. Er ist zu schwach. You're too weak to do anything. By not listening to me and leaving when you had the chance, you have made a great mistake. Finally, after managing to keep Josh under control, you just had to come around and anger him. Josh! Look where your arrogance got us now. A position where neither of us can get to the children. This is your fault and nobody else's. I meant it when I said I would practice the safest of procedures. Der Typ ist auch einer von den Eltern. I have something I want to show you. Er will mir was zeigen. Okay. Er hat einen Namen gedroppt, Leute. Josh. Ich habe Josh verärgert. Wer ist das? Jumbo Josh? Ist das der krasseste? Yo, was geht hier ab? Oh, hi. You're up again. You sure are a sleepy fellow. Agreed. Grab some of the vegetable snacks we collected and eat. Gemüsesnacks, wo? Oh, they're all finished. Alle aufgegessen, Mann! I already have consumed my share of the nutrients I've gathered while you were in your slumber. Me too. Sorry about that. Was ist mit Nap-Nap? Ey, Bro, gib mir was vom Gemüse, Mann. Alter, Nap-Nap, Ehrenmann. I have never witnessed kindness coming from a spider before. Man, if Leute, doch, was sieht das denn hier aus? Schon ein bisschen sus, oder? I am pretty content that he's not gracing us with his irritating presence. Why do you hate him so much? Sure, he's got some anger issues, but overall he's pretty chill. Was läuft denn hier? We've had our fair share of altercations. Hate is one of the two emotions I am unable to control. What's the second one? Sorrow. Not again. How is any being able to move past constant sorrow in a world like ours? Bruder, mal weniger reden, mal mehr mich mal machen lassen, so. We each have our plans and goals, but at the end of the day, it doesn't really matter. No one can go back to the past or previous misery. Life is too short to be sad all the time, Stinger. Our lives aren't. Well, I don't know what to tell you. You know I'm not the best at this stuff. Maybe Nab-Nab or the captain can help. Wer ist der Captain? Captain Fiddle, ne? As expected. Pillar Bird? Zolfius ist hier auch. Das Auto ist kaputt. What's that sound? Choo-choo-Charles! Choo-choo-Charles! Lots of other creatures reside in this ecosystem. Could be anything. Yeah, but what kind of animal makes that sound? Halt's Maul! Choo-choo, halt! Heilige Scheiße! Bro!
ist zurück. Das ist nicht die Möglichkeit. Choo-Choo Charles ist wieder zurückgekehrt. Ein hübscher Dono. Wow! Vielen Dank. Gib bitte ein Shoutout für Raphael, Mia, Felix und Rania und Emma. Shoutout geht an Raphael, Mia, Felix, Rania und Emma. Grüße gehen raus, schön, dass ihr dabei seid. Und dickes Küsschen auch für den Support, mein bester Chat. Ey, lasst jetzt mal ein Like da, ne? Also das, ich sag euch, das Kapitel spielt mit mir. Ich dachte gerade so, Junge, wie boring ist das gerade, dass sie die ganze Zeit reden. Und dann höre ich diesen Zug. Und Freunde, eins kann ich euch garantieren. Diesen Zug kriege ich nicht mehr aus meinem Kopf. Digi. Der Zettel wurde wieder, ich konnte ihn wieder einsammeln, aber das war's auch. Bro, warum ist Choo-Choo Charles in Garten auf BNBN 4? Das ist doch gar nicht erlaubt. Oder haben die eine Collab? Das wäre zu krass, wenn die mit den Entwicklern eine Collab gemacht hätten. Was sollen wir jetzt tun? Ich gehe zur Königin. Digi. Choo-Choo Charles, alter Schwede. Kai, hast du das gesehen? Bruder, Choo-Choo Charles ist back. Eine Collab wäre richtig krass, Leute. Wenn Choo-Choo Charles da schon mal auftaucht. Können wir mal reden? Hallo? Hallo? Ja, was soll ich denn jetzt machen? Ich kann mich nicht bewegen. Jetzt wieder. Komisch. Ich weiß doch nicht, was ich jetzt tun soll. So, wo soll ich hin, Chat? Habt ihr eine Idee? Was macht Charles in Garten auf Batman? Frag ich mich auch. Nanny, mein Sohn ist gerade richtig am Flippen. Natalie, ich kam gerade auch überhaupt nicht klar. Dankeschön. Orca, vielen, vielen Dank für 2,50. Ey, ich sag's dir, Bro. Alter, das glaube ich gar nicht. Was macht denn Choo-Choo Charles hier drin? Jay, kannst du bitte einmal Kai darüber informieren, dass der hier dabei ist? Leute, was macht der hier, ne? Hallo, Denno. Lilo, was geht? Schön, dass du dabei bist. Kuss, kuss. Freunde, habt ihr ein Like da gelassen? Ich sag euch, das Game wird noch wahrscheinlich viel krasser. Okay, wir müssen mit Batman wieder unterwegs. I've been waiting for a while. Bro, ich habe Sachen gesehen. That we need should be at the second station, the feeding sector. Der Nahrungssektor. Was ist denn der? Wo ist mein Vogel? Wo ist Charlie? Ich will nicht ohne Charlie fahren. Von hier aus. Dann fahren wir halt. I feel now is a good time to introduce ourselves. Which we haven't done up to this point, if you can believe it. I'm Uthman. I worked here before everything came crashing down. Literally and figuratively. Ich bin Uthman. Ich habe hier gearbeitet, okay? Leute, der hat hier mal gearbeitet. Das wussten wir ja. Perhaps all of this should have been prevented then. But then again, my co-workers weren't really friends in those last couple of months anyway. So it would have needed some good planning. You ever had those friends that suddenly turn on you for no reason? To say mine turned on me would be an understatement. They suddenly stopped talking to me. They looked at me like I was some sort of monster. Seine Freunde haben, also seine Wissenschaftler, er ist ein Wissenschaftler, ne? Sure, wir gucken gleich mal. I was and still am confused, to say the least. Er verliert manchmal die Beherrschung, hat er gerade gesagt. We're here. Let's get going. Er verliert manchmal die Beherrschung, Leute. Ich glaube, er verliert bald wieder die Beherrschung. Wait, get down. Josh ist aktuell der Endgegner. Er wurde gerade weggeschleppt.
Josh ist wohl gar kein Endgegner mehr. Anscheinend hat der Sheriff eine Falle aufgestellt. Okay, alles cool. Alter, was passiert hier, Mann? Es ist wirklich sehr crazy. Letztes Mal war das hier nicht abgeschlossen. Nö, ist wirklich nicht so. Oh no, was ist das hier? Es gibt einen Code. Es gibt einen Code. Okay, Leute, es gibt einen Code. Ich guck mal, ob ich hier reinkomme. Ja. Jo, was ist denn das? Muss ich hier? Ich muss hier runter. Grüße meiner Tochter, Grüße zurück an Nisa. Nizer. Denn, kannst du eine schwarze Keycard holen? Ich weiß nicht, Olivia, wir müssen mal gucken. Oh no. Oh no, es geht in Bitter rein. In Bitters Zuhause. Drohne habe ich am Start. Wir gucken mal ganz kurz. Der Code heißt okay. Der Code heißt okay. Ich gehe davon aus. Okay, Leute. Merkt euch den Code. Das ist der Code für oben. Okay. Was ist denn das jetzt hier schon wieder? 1000 Sachen gleichzeitig. Was ist hier? Ich kann hier rein. Yo! Bro, what the heck? Was geht denn hier ab? Nichts ist lustig genug und er weint. Kameras sind auf ihn gerichtet. Ich geh zur Tür da hinten. Die Krone. Ich hab eine. Wow. You just come in here, steal what's ours and then leave? You humans are all the same. Thieves with no shame. Your greed has no limits, only controllable for minutes. You can have the crown. I couldn't care less about that. But can I at least have some applause for my little poem, please? Er will ein Gedicht sagen. Bruder, was ist denn das für ein Typ? Don't listen to that guy over there. All he cares about are his poems. I'll show you something that's actually impressive. Digi, was geht denn hier ab? A magic trick. Ein Zaubertrick? Ich bin gespannt. Open Sesame. I think I earned a round of applause for that. Die wollen Applaus haben? Junge, du kriegst gar nichts, kriegst du. Ich geh hier raus, Alter. Was seid denn ihr für komische Leute? Ich kann nicht mal die Tür zumachen. Junge, Junge, Junge. Wir gehen hoch, okay. Das ist die Stimme von Think Noodles. Uff, echt jetzt? Sehr geil. Digga, hätte ich nicht gedacht, dass die so krass raushauen, ne? There seems to be two doors behind each other. I think we opened the inner one. Okay, also wir haben zwei Türen zu öffnen. Alright. Alright. Denn kann sein, dass du Karma bekommen wirst. Warum? Jerry Knox, meinst du, weil ich die Krone geklaut habe? 3000 Zuschauer sind wir mittlerweile. Was geht bei euch ab? Ist das heute wieder rekordverdächtig? Junge, was läuft denn hier? Okay, warte mal. Ich muss jetzt erstmal ganz kurz darüber. Oh nee, ne? Ich krieg den nicht durch, oder? Scheiße. Da ist ein Hut. Ich habe ihn gezockt. Hm.
Vielleicht könnte ich... Bingo. Vielleicht könnte ich mit Hilfe... Ich könnte so, ja. Auch nicht. Und wie soll ich denn das jetzt machen? Oh, hier hat jemand Geld fallen gelassen. Dankeschön für 1 Euro an Karin. Moment mal. Ey, was geht hier ab? Let's go, Chat. Oh, warte mal. Wir müssen jetzt, glaube ich, noch mal ganz kurz hier rüber. Und dann da vorne. Und dann sind wir zumindest schon mal weiter. Alter, ey, die haben Zinknudels hier drinne. Dann haben wir Chuchu Charles einfach jetzt als Collab. Wie krass ist das bitte? Möglicherweise das krankeste Garten of Batman, was wir haben. Und natürlich auch sehr viel Spielraum. Ich glaube, wir sollten uns morgen mal auf die Suche nach Secrets machen, oder? Was meint ihr, Chat? Wer ist heute beim Zoll-Simulator dabei? Ist hier oben irgendwo noch ein Knopf? Ich weiß ja nicht. Hab ich was übersehen? Es gibt... Ich will nichts hören, Chat. Ich will nichts hören. Ruhe. Ruhe. Okay, vielleicht kriegen wir ihn... Nee, das wird vom Winkel her nichts. Wir müssen direkt nach oben bringen. Yalla, gib ihn! Optimal. Tür ist offen. Floor 4! What does it mean? I don't know. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Wir gehen einfach hoch. Kann ich meiner Drohne jetzt die Krone geben, ist die Frage? Warte mal. Crown, ja. Geht. Die hat jetzt die Krone auf, ne? Komm mal runter hier, Drohne. Seht ihr's? Hat jetzt die Krone auf, Leute. Let's go, wir gehen weiter. Puh. Soll ja heftiger Stream werden. Ja, ja, ich... Hab nicht zu viel versprochen, denke ich. Wollen wir morgen Secret machen, oder was? Morgen Secret Stream? Sehe ich mich. So. Before we grab the elevator piece, there is something I need to do first. Er muss noch was erledigen. I need to hand this imposter over to someone very close to me. Jemand steht ihm nahe. Wer denn? Was? Jemand steht... Soll ich den da runter... Leute, was ist da unten? Ich soll den da runter... He must have gotten very lonely. But I got him a new friend. Wer kommt da jetzt? Now, we wait. Wer kommt... Wait, no, ach, Nap-Nap. Hä? We can't let Nap-Nap take him. Nap-Nap, gib uns das verdammte Drahtesel-Ding wieder. Ey! Hey! Der Typ hat geklaut, das ist ein Dieb! Junge, wie schnell sind die Forrest Gumps oder was? Nap, nap! Oh no. Oh no. Secret? Ich hab's direkt gespottet. Nap, nap, komm her! Alter! I tried fixing you so many times, but you're just unfixable. Was passiert hier gerade? Enough. Is enough. Nein, Bruder! Help! Oh nein! Demon Ben Ben! Oh yo! Bruder, was war das gerade für eine ganz komische Geschichte hier? Wir haben Kassettentape, ich nehm Keycard. Gelb. I can control it. I know I can. I have a few things I need to do around here. You go back without me. The elevator part should be around here somewhere.
Junge, 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 was läuft denn hier für ein mieser Film? Was ist hier drin? Chat, ich weiß nicht, aber wie geht denn diese Tür hier? Da ist eine Karte drinne! Eine Keycard! Guck hier! Hast du es gesehen? Guck da! Keycard! Secret Keycard! Da vorne! Secret gecheckt. Let's go. Chat, morgen wieder Stream. Ganz klar. Wer ist morgen dabei? Morgen wieder Ben Stream. Morgen Secrets. Wir können zurück. Da hinten ist was. Da hinten ist was. Did you need a break? No. Alright. Here I come. Ben, dead or alive? Did you need a break? Kann man hier irgendwas... Kassette. Wir haben eine Kassette mitgenommen. Die können wir abspielen bei Queenbow und Celia. Auf dem Rückweg. Machen wir direkt. Crazy, Mann. Müssen wir jetzt den ganzen Weg wieder zurücklegen? Oh mein Gott. Ich muss den ganzen Weg zurücklaufen. Also, sagt mal ehrlich, ne? Wie ist gerade bei euch so der Stand der Dinge? Was sagt ihr bisher? Choo-Choo Charles kam in dem Game vor. Extrem krass. Vielen Dank. Dank für die Dono. Cassie, danke schön. Hier der zweite Teil. Vielen Dank für die Dono. Kuss. Neil, mein Bester. Danke schön, Bro. Big Kiss für die Dono. Vielen Dank euch beiden. Neil ist wieder back. Und jetzt wisst ihr, wer der Freund von Ben ist. Zolfius. Digga, bilde ich mir das ein? Oder ist der Typ krasser vom Design her geworden? Der sieht mies krass aus mittlerweile. Servus, Zolfius. Grüß dich. Bist heute mal ein bisschen spät dran, oder was? Boah, was ist denn eigentlich mit dem Roboter jetzt? Keine Ahnung, wir gehen einfach zurück. Green Keycard. Wie kriegt man die, ist die Frage, ne? Das müssen wir morgen erstmal rausfinden. Und vor allem ist die Frage, was kann man mit dieser Green Keycard machen? Hier runterspringen können wir auf jeden Fall nicht. Okay, Moment. Ich muss den Reset-Knopf drücken. Ich drücke keinen Reset-Knopf. Wir fahren erstmal mit dem Zug. Alter, das Game ist wild, Freunde. Sehr, sehr wild. Ich sag euch, wie es ist. Green, da braucht man eine Yellow Keycard für. Ich bin zurück. Ich kann aber nichts machen derzeit. Das mit Choo-Choo Charles triggert mich so ein bisschen, ne? Ich will echt gerne wissen, wer ist das, wo kommt der her, was, wie, wo, wie, weshalb, ne? Alles Mögliche. Vielen Dank für die Dono. Kuss. Dankeschön, Neil. Vielen Dank, Brudi. Erstmal Big Kiss auch für den 20er, Leute. Hashtag Neil in den Chat. Ihr kennt ihn. Wenn er da ist, macht er Lärm. Bro, mach wie du denkst. Ich habe gelernt zu sagen, ja, ist in Ordnung. So, da ich jetzt halt mittlerweile auch Shorts mache und so weiter, ne? Wenn ihr supporten wollt, ich sag euch nichts mehr. Alles gut. Macht wie ihr denkt. Ich will euch da auch keinen Riegel vorschieben. Alles. Warte mal ganz kurz. Der Fernseher. Wichtig. Der Fernseher, Leute. Wir gucken rein. Ich habe eine Kassette gefunden. Bitter, Tübi. Die waren beide mal mit Queenbow und Celia irgendwie. Bitter Jiggle. War mal ein Burger. Ist aber irgendwie keiner mehr. Denno, du bist der beste YouTuber. Jelis, dankeschön. Kuss geht raus. 5 Monate Mitglied. Freue ich mich. Und Chat, schaffen wir heute 2000 Likes? Weiß ich ja nicht. Wir sind noch weit von entfernt, obwohl wir 3000 Zuschauer sind. Digga, ihr scammt richtig.
Was ist das für ein Stuhl? Warum ist denn der jetzt rot mittlerweile? Hey, Charlie, was läuft? Wir haben ihn Charlie benannt, Leute. Ich kann ihn nicht mitnehmen, immer noch nicht. Bro, ich baue hier mal ein weiteres Teil ein. That's two or three. Great work, partner. Ja, dann gehe ich mal wieder zurück zur Königin. Denno, wenn Ben sauer wird, wird er zu Demon. Jerry, da hast du recht. Hast es ja gerade gesehen, er hat mit Nap-Nap gekämpft, ne? Bin back, Denno. Lena, freu mich. Ich verlos heute keine Robux, Orca. Nein, nein. Ich mach das nur, wenn ich Roblox spiele, aber Roblox kommt momentan nicht so gut bei mir an, also lass ich's halt. Ich werde schon eine andere Lösung finden. Denno, es gibt mehrere Jesters. Du meinst, Bitter Jiggles heißt der Charakter. Das hier ist nicht Jester. Nein. Nicht Jester. Das ist Bitter Jiggle. Das erklärt, warum die beiden hier auch sind. Mhm. Königin, was geht ab? Welcome back. I hope your journey was worth it. And the elevator a little more usable. We're very close to having it fully fixed. I pray for the safety of the children you're looking for. When you do find them, can I ask for a favor? Claro. Could you try and occasionally come visit? It's been so long since we've had a visitor that isn't trying to harm us. It's been so long. Please do consider my request. Other than that, I don't want to keep you any longer. Leute, ich habe ein ungutes Gefühl. Also, it appears more of your friends have arrived. If you'd like to go check on them. Im Krankenhaus sind wieder irgendwelche Leute. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl, Freunde. Ihr bestellt heute wieder bei HelloFresh. Lena! Habt ihr schon bestellt mit meinem Gutscheincode? Macht ihr jetzt nochmal? Wir sind 3000 Zuschauer, denn Fabio habe ich gesehen. Alles entspannt, ne? Freue mich natürlich. Ich habe eine ganz komische Vermutung, Chat. Queenbone Celia fragt die ganze Zeit, könnt ihr uns wieder besuchen, wenn ihr weg seid, wenn du ein Kind gefunden hast? Kannst du wiederkommen? Könnt ihr wiederkommen? Ich glaube, sie will uns hier behalten. Neil ist wieder da und schlägt zu. Warte. Ich komme wieder mal bisschen viel. Mehr Donaten. Brudi, alles ganz entspannt. Ich hab deinen Satz echt nicht so gut gecheckt. Aber mach einfach. Ich freue mich, dass du da bist. This is the first entry to what I will refer to as the Toadster Archives. Where all information gathered about criminals will be recorded. Celine Snail ist kriminell. Criminal number one, the snail, was captured near the front gates of the kingdom while I was on patrol. The snail was captured while hiding in her shell. Kriminelle? It's remained hidden since. It was initially thought to be an empty shell husk, until quiet crying was heard coming from within the shell. All attempts to convince the snail to leave her shell have failed. Sie kommt nicht aus dem Schneckenhaus. The reason for this extreme distress has not yet been determined. But I have a theory. This criminal ain't from around here. So it's possible that this foreign hostile environment is what's causing this unnatural behavior. More updates. Schnecke! Sie bist verhaftet, komm raus! Heute Zollsimulator, Leute, wird sehr geil. Direkt nach dem Stream gehen wir rein. This is the first entry to what okay. I will refer to as the Toadster Archives. Oh, Pillar Bird? All information gathered about criminals will be recorded. Warum sind die hier alle? Die werden hier alle eingesperrt. The snail was captured near the front gate of the kingdom while I was on patrol. The snail was captured while hiding in her shell. Eine Zelle ist frei. Dreimal dürft ihr raten, wer da reinkommt, Freunde. Ich bin Detektiv Denno und ich habe das Gefühl, dass wir von Queenbone Celia hier eingesperrt werden in der nächsten Zukunft. Was ist mit Stinger Flynn vielleicht? Hallo? This is the second entry to the Toadster Archives.
Criminal number two, the teacher, was captured near the elevator that goes down from the third floor, where a human was Sheriff Totz hat alle eingebucht. Alle eingebuchtet. Unlike a snail, the teacher was extremely hostile towards me, citing a missing student from her class as the reason she's even down here. Numerous failed attempts to escape were recorded, but it appears she's finally given up. Ich hab ein bisschen Angst vor Ben Berliner, ne? Numerous objects were introduced in an attempt to calm her down, with only a few excess bowling pins seeming to do the job. The teacher has been sitting in a corner since calming down, repeating the sentence, I can't be late, to herself, over and over. Truly an interesting case. Okay, was ist mit Opilla Bird? Junge, was haben sie mit dir gemacht? This is the third entry to the Toadster Archives. Criminals numbers 3 and 4, the birds, were captured by being lured in their current holding cells. Their sudden and unannounced appearance within the walls of the kingdom took me by surprise, but they are now safely contained. Die rennen mir alle hinterher! They seem to be very territorial, as they did not exhibit any hostile behavior, as long as I kept my distance from their cell. It also seems that they were frantically looking for something. Die suchen nach ihrem kleinen Baby, ne? Deswegen waren die so sauer, Leute. Since containment, they've remained completely still. I think they might be trying to trick me into getting in to check on him. I'm not falling for that. More updates soon. Was ist zu Joshi bekannt? Lass mal hören. This is the fourth entry to the Toadster Archives. Criminal number 5, the Green Gorilla, was captured by fallen victim to an intricate trap that was designed and set up in the feeding sector by yours truly. Die Falle wurde tatsächlich von Sheriff Totster selber gemacht. The Green Gorilla has been chained, so not too much information has been retrieved. Josh, ich hol dich hier raus. So far today, du kannst dich auf mich verlassen, Bruder. Seven cases in only a few hours. It's very unnatural. Something up above has happened that's causing these cases to end up down here. It hurts seeing familiar faces in this state. But I cannot risk my health to help old friends that may have gone mad. More updates soon. Crazy. Okay. Können wir irgendeine Tür öffnen oder so? Können wir irgendwas machen? Hier ist nichts drin, derzeit. Was geht hier bei Sting? Bei. Okay, da oben ist was, eine Kassette. Ich hab sie geholt. Wir haben die Kassette gefunden. Ich kann hier nichts tun, oder? Derzeit nicht. Das sind ja nicht meine Freunde, Mann. Die sind mir hinterhergelaufen, weil das komische Monster sind. Alle aus Chapter 3 sind jetzt hier unten im Königreich gefangen, oder was? Ich guck mir erstmal das Videotape an. Das ist aus Chapter 2. Der Stinger Flynn Room. Da unten ist er. Hier ist Stinger Flynn im Boot. Okay, was sollen wir jetzt tun? Haben wir ein Ziel irgendwo? Nee. Zusammenfassung? Keine Ahnung, was der Knopf bringen soll. Denno wird der neue König im Königreich. Oh, das wäre eine ziemlich coole Sache. Wolfgang, kein Problem. Was machen wir jetzt? Okay, Chat. Ich bin noch nicht ganz sicher, was wir nun tun sollten. Vielleicht suchen wir einfach das letzte Teil alleine. Zur Deutschen Bahn. Okay, ich gehe zur Deutschen Bahn. Können wir eigentlich hier runterspringen? Wäre sehr geil. Nee, können wir nicht. Ah ja, klar. Okay, dann gehen wir mal hier raus. Ich gehe mal zurück zum Bahnhof. Denno, was würdest du sein, wenn du ein Spiel erstellst über 100 Millionen Besucher? Dann bin ich immer noch Denno. So. Wir waren hier noch nicht.
Auf geht's. Wir fahren hin. Alleine. Das letzte Teil holen. Deutsche Bahn ist immer zu spät. RJ, gucken wir mal, ne? Marvin, ja, kenne ich. Passt aber heute natürlich nicht hier rein. Der Ventilation-Sektor, wir haben ihn durch. Geh zum Gefängnis, da kannst du das leere Gefängnis anklicken. Nee, nee, das ging nicht. Eigentlich nicht. Ich guck mal. Schauen uns kurz um. Bro. Dann können wir ja wenigstens mal schauen, was da in diesem Sektor auf uns wartet. Oder ob wir vielleicht noch... Die Green Keycard, die stört mich so ein bisschen. Wofür ist die? Wir haben eine gelbe Keycard bekommen, ne? Okay, wir sind jetzt erstmal hier. Der Housing-Sektor. Ich kann hier rein. Was ist das denn hier? Bruder, chillig! Geile Bude, Mann! Ey, Leute, heute Hausparty bei mir auf entspannt. Die Königin. Einen weiteren Report. Gucken wir uns morgen an. Beziehungsweise dazu mache ich nochmal ein extra Video. Ich kann das nicht so gut übersetzen, Freunde. Das ist sehr, sehr... Da muss ich sehr, sehr gut Englisch übersetzen. Das kriege ich nicht hin. Sorry. Einfach eine Bude, ne? Was ist das hier? Was sind das für Symbole? Oh nein! Ich muss mich dran erinnern, ob hier irgendwas in dem Raum verändert worden ist. Oh no! Okay, wir müssen genau gucken. Wir testen es mal. Es hat sich nichts geändert. Oh oh. Oh oh. Tür ist zu. Die Tür ist zu! Bro, ich komme nicht mehr raus! Oh, hell no! Okay, ich muss genau gucken. 3 Stühle, Tisch. Hier, 2. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird uncool, Freunde. Oh nein. Ja, die haben so Symbole, ne? Das wird nicht geil. Waren da schon vorher Äpfel dran? Okay. Aber was? Ich mach's doch mal. Wir haben 4 Minuten. Puh. Ist auf jeden Fall echt ein sehr hartes Game für mich. Warte mal. Wir gucken uns mal ein bisschen um. Hier ist aktuell nichts anders. Hm. Ich glaube in der Stube. Also Badezimmer kann ich ausschließen. Karton safe nicht. Ja. Vier Äpfel, 3 Stühle, Kartons im Blick behalten. 3 Äpfel sind weg. Die Äpfel sind weg. Es ist der Sonnenraum. Es ist der Sonnenraum. Die Äpfel sind weg.
Okay, wir gucken uns die Kartons an. Erstes Game erledigt? Tatsächlich. Alright. 3 Runden. Das kriegen wir hin. Es kann sein, dass wir in einem Secret auf der Spur sind. Warte mal. Hier ist soweit nichts. Hier, glaube ich, fehlt auch nichts, oder Leute? Ich denke gar nichts. Ich denke nichts. War das nicht auf der Seite? Nee, das war nicht auf der Seite. Ich denke nichts. Keine Veränderung. Bruder! Übel schwer. Übel schwer. So. 4 Lampen. Wir haben eine Couch, wir haben das hier, wir haben so ein Bild, wir haben 2 Bilder. Flatscreen hier, da so ein Teil. Wir gucken genau rein. Dann haben wir hier ein paar Kartons. Mhm. Wir haben 2 dicke Bilder. Dann haben wir hier die Toilette. Auch alles okay. Und den Raum hier gucke ich mir auch nochmal genau an mit den Eimern hier. Und hier unten keine Blumen. Oder also Blumen sind da auf jeden Fall. Wir gucken. Zwei Eimer, Äpfel sind da, Stühle passen. Der Raum ist safe. Was sagt ihr zu dem Raum? Bilder sind da, das hier passt. 4 Lampen haben wir, alles ist okay. Hier steht alles. War hier nicht was? War hier nicht eine Blume? Hier war eine Blume, Mann! Die ist weg! Toilette! Aber ganz schnell! Bom, Junge! Easy. Easy. Weiter geht's. Der Raum hier ist okay. Der Raum hier ist auch okay. 4 Lampen, 2 Bilder. Da steht das Teil. Hier ist auch alles in Ordnung. Blume steht. Oh, Bro. Jetzt bin ich mir unsicher. Was meint ihr, Chat? Habt ihr was gesehen? Weil ich glaube, keine Veränderung. Keine. Dieses Mal ja. Keine Veränderung. Dieses Mal muss es so sein, ja. Nächstes Game. Äpfel sind weg. Es ist der Sonnenraum. Easy. Ich glaube jetzt nämlich gleich der Raum. Wir gucken uns den an. Es ist safe dieser Raum jetzt hier. Safe dieser Raum wird jetzt der sein, der sich verändert hat. Bin mir ganz sicher. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Bilder sind noch da. In der Toilette ist auch noch alles. Hat sich hier irgendwas verändert? Gar nichts, oder? Teller sind weg! Es ist das Wohnzimmer. Let's go! Wer ist das? Elkum41 hat's richtig gesehen. Wir haben die Tür geöffnet, wir sind durch. Kognitiver Test erledigt. Physikalischer Test. Bro, wo gehen wir hin? Physikalischer Test. Oh, Mann. Digi, wer ist das denn? Was ist denn das für ein Ding? Guter Hund! Lieber Hund! Was ist das denn?
Digga, ich check nicht, was ich machen soll. Tut das weh? Ich hab keine Ahnung, muss ich das gegen den roten Punkt schmeißen? Verdammt! Okay. Okay. Ok. Ich muss den roten Punkt, glaube ich, nehmen und ihn da reinzudrücken. Digga, wer ist er denn eigentlich? Wer hat seinen Hund hier freigelassen, Leute? Sag, wie's wer war das? Wer hat seinen Hund hier freigelassen? Warte, ich komm mit. Leo, du warst das. Leo, du? Was soll ich dazu sagen? Lieber Hund. Hässlicher Hund. Ich muss ein bisschen das Tempo rauskriegen, Freunde. Nicht dagegen bekommen. Junge, ich lauf doch darüber. Jetzt. Jawohl, das hat geklappt. Alright, let's go, Chat. Hund aus Ohio. Erledigt. Es wird easy. Wir kommen durch. Bro, Mann, da hat jemand seinen verdammten Hund einfach freigelassen. Scam. Scam. Scam, dieser Hund. Alright, alright, alright. Ich hab das Ding. Letzter Schalter hinten. Gott. Nur wie der durchzieht. Bello aus! Bello aus! Hundefutter gibt's später! Bello, lass das! Jawohl! Jawohl! Böser Hund! Ganz böser Hund! Du kriegst keine Leckerlis mehr. Ist das eine Katze oder was? Junge, das ist eine Katze. Das sieht aus wie ein Chicken, Alter. Wie so ein Hähnchen.
Wie so eine Hähnchenkatze. Meine Güte. Wer ist das? Kittisaurus. Miau, Freunde. Brüll in die Gesichter deiner Feinde. Kittisaurus. Da können wir auf jeden Fall erstmal nicht rein. Was geht hier ab? Was ist denn das? Junge, wo sind wir denn hier schon wieder? Ich sammel mal diese Kristalle ein. Wenn die hier schon liegen, kann ich die ja mal einsammeln. Wir gucken mal. Seit wann gibt es einen Kittisaurus? Ja, weiß ich doch nicht. Queen Bouncelia Mission. 8 Kristalle sammeln. Einer fehlt. Wo ist der letzte verdammte Kristall? Chat, wer den geklaut? Wer war das von euch? Wer hat jetzt den letzten Kristall? Legt den bitte hier hin. Denn du hast schon gekocht wegen HelloFresh? Ja. Haben wir am Anfang des Streams drauf reagiert. Wo ist der letzte Kristall? Verdammt nochmal. In der Ecke auf jeden Fall nicht. Hinterm Sitz? Lol. Die Tür. Ah. Auf Scammer-Basis. Mhm. Keycard bekommen. Let's go. Wir haben die nächste. Puh. Kittisaurus, Alter. Meine Güte. Kommunikativ haben wir auch erledigt. Wir kriegen jetzt etwas, ein Special. Das letzte Teil! Die Tür geht. I won't lie, I thought the dinosaur would finish you off. But if trapping you will get you out of my way too, then who lass mich raus! I tell you a very fitting joke, but you humans just never seem to get them. Lass mich raus, Mann! The closest people to me denied me what I was made to do. People who were genetically programmed to laugh at my every joke! They cited some end of the world scenario where whatever's in the queen's pouch escapes if I make her laugh. But I'm not buying it! I was distraught, and I became dead set on making the ultimate joke. Er ist der, der Witze gemacht hat für die Königin und verkackt hat, Leute. Time and time again, I realized something. I am the ultimate jokester. There was nobody better to be made, even if by me. With the sheriff occupied, reaching the queen will be a piece of cake. Er will die Königin stürzen. Du verdammter Hund! Because unlike you, my path to having my family back has never been clearer. Auch ein Elternteil gewesen, wollte auch seine Kinder befreien. Hey, bleib stehen, Mann! Und jetzt? Wie komme ich jetzt hier raus? Drohne, mach die scheiß verdammte Scheibe kaputt hier. Flieg rein. Gib Stulle. Schwierig. Bingo. Bingo. Wir müssen durchziehen, Leute. Das ist ein... Ey. Ey, das wird jetzt, glaube ich, der Boss, ne? In dem Game. Ich glaube, Bitter Gypsy... Wie heißt denn der Typ eigentlich? Er ist, glaube ich, der Boss, ne? Reset. Wir ziehen durch. Leute, es geht zurück. Es passieren Dinge. Lasst mal ein Like dafür, Garten of Man 4, wenn es genauso feiert. Was hat es mit Choo Choo Charles auf sich? Erklärt's mir. Was ist da los? Warum war Choo Choo Charles in Garten of Man 4? Tell me, guys. Tell me. Bitter Jiggles, genau. Ich vergesse den Namen immer. BG. BG Brokey. Glaubst du, Garten of Man 5 kommt raus? Die haben auf jeden Fall schon Garten of Man 6 angekündigt, soweit ich das gesehen habe. Jester ist ein besserer Name, aber er heißt halt nicht so. Er heißt Bitter Gypsy.
Peter Jiggles meine ich. Die werden sich gleich da oben fetzen, denke ich mal. Was ist da los? Wer ist da hinten? Digga, der Katzosaurus ist da. Seht ihr das? Da oben ist die Königin. Sie ist weg. Da ist der kleine Vogel. Charlie ist da. Danke, mein Bester, für 2 Euro. Was läuft denn hier für ein Film? I have finally come to do what I was made for and deliver my jokes. This is my best back yet. I command you to leave and not tell any jokes. Oha, was geht denn jetzt ab? Nein! Charlie ist in das Fass reingefallen. Yo! They grow up so fast! Too bad she's about to get completely Charlie! This is chaos! I follow every single one of your orders! Why won't you give me that satisfaction one last time? All I want is to make you laugh. But you know what will happen if I laugh? I do. And I told myself time and time again that some things are more important than Wenn sie lacht, kommt irgendwas aus ihrem Beutel raus, Leute. Irgendwas, was da nicht raus darf. I need to make you laugh, even if just for a little bit. I can't be put aside again. I am nothing without a ruler to entertain. I am sorry. Your Majesty, tell me, what did the train conductor say? Was hat der Zugführer zum Känguru gesagt? Hop on! Spring auf! War nicht witzig. Keiner lacht. That was terrible. Oder was geht denn hier ab? Sheriff, Brudi, wir müssen los! Was ist das denn? Dreckschwein! Diggi, die Seele verlässt gerade ihren Körper, glaube ich. Was schon immer das denn? Clown ist, Alter. Wir müssen jetzt durchziehen. Jester will... Bitter Jiggles will uns jetzt wegmachen. BG. BG Brokey. The naughty ones are escaping. I've managed to get the elevator to work, but only partially. Junge, lauf einfach, Mann, wir müssen los. But right now, we have to escape this entire floor to anywhere else. Ist das Ding hier nicht wackelig? Kann man das nicht einstürzen lassen? Ja, Bruder, du bist ja langsamer als mein Opa. Wir müssen hier weg. Wo fahren wir denn jetzt eigentlich hin? Fahren wir nach oben oder fahren wir nach unten? Wo geht's hin? Stinger Flynn ist hier. Rein. Pistole, Mann. Wir fahren nach unten. Everything we've worked so hard to build. Just ruined. I've let the other prisoners go. But grab this one. The things he knows will definitely be useful. Der wurde mitgenommen. If we make it down there alive, we need to find the Queen's Scepter. It's the only thing that can stop this madness. Wir müssen das Zepter der Königin finden. Bruder, was ist denn hier gerade passiert? Das war's? Hey, das kann doch nicht alles sein. Es gibt eigentlich immer zum Release direkt einen Trailer. Lasst mich einmal sehen, Chat. Ich stelle schon mal meinen Stream um. Wir gehen gleich rein, ne? Wir hören nicht auf zu streamen, keine Sorge. Wir gehen gleich rein. Ich muss einmal schauen.
Garden of Banban 6? Was ist denn mit Garden of Banban 5? Zwei Teile sind angekündigt. Beide Parts. Garden of Banban 6 kommt noch dieses Jahr und Garden of Banban 5 auch, oder was? Guckt euch das an. Holy Macaroni. Das war's. Wir sind durch. Alter, ich bin sprachlos. Digga, das war schon, ich sag mal ehrlich, das war schon echt ein geiles Ding. Wir gehen mal kurz auf den Kanal von denen. Gehen aber gleich rüber. Leute, wenn ihr das Game so gefeiert habt wie ich, ne? Digga, ich sag wie es ist. Digga, schmettert einen richtig geilen Like rein, ne? Schmettert echt einen richtig geilen Like rein. So, wir gehen gleich rüber zum Zollsimulator. Ich will jetzt allerdings nochmal ganz kurz schauen, was wir bei Euphoric Brothers haben. Garden of Banban 6 macht ja gar keinen Sinn. Wir gucken rein. Es ist wahrscheinlich Garden of Banban 5, nehme ich an. Die kommen ja wahrscheinlich selber schon durcheinander, oder was? Oder was ist das da? Diggi. Meine Einschätzung zu dem Trailer, ich glaube, das haben die mit Absicht gemacht. Ich glaube, Chat, die haben das mit Absicht gemacht. Da steckt irgendwas hinter. Digga, ich schreibe rein, wo ist Garden of Banban 5? Crazy Maisy, das hier, muss ich sagen, sehr, 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 sehr krass, Freunde. Das war ein extrem nices Game. Wir sehen uns morgen in einem Secret Stream wieder. Ich will das jetzt auch nicht zu lange hinhalten. Ich hau nochmal ganz kurz den Chat rein. Freunde, erzählt mal. Wir machen gleich weiter. Wir spielen gleich ein anderes Spiel. Ihr werdet gleich, ne, den Zollsimulator sehen. Ich verkleide mich dafür. Hab meine Weste dabei. Seht ihr? Die Security-Weste, ganz wichtig. Ja? Damit gehen wir gleich rein. Dann werde ich mir noch eine entspannte Mütze aufsetzen und dann, Chat, spielt ihr ein bisschen mit. Schreibt mal gerne rein, wie euch das Game gefallen hat bisher. Schreibt mal gerne rein. Wie fandet ihr das? War gut? Ist das derselbe Stream? Nein, nein. Wir wechseln gleich. Ich schmeiß euch in den Stream rüber. Und der andere Stream, den werdet ihr erst morgen früh oder heute sehr spät abends sehen. Aber ich hoffe, ihr seid natürlich dabei. Ne? Ist okay, aber da fehlt etwas. Ja, das ist das, was ich mich auch frage. Ne? Garden of Banban 5 ist, glaube ich, ein Remix von Banban 1. Ich glaube nicht, Bruder. Weil ihr seht ja schon Secret-mäßig, da ist irgendwas. Die Grafik ist komisch und so, ne? Sehr merkwürdig. Wenn wir mal bei Garden of Banban 6 kurz reingehen. Wie viel haben wir da? Oder was haben wir da? Hier ist natürlich der Trailer. Wir sehen hier, kriegt die Kittysaurus auf jeden Fall ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Jetzt kriegen wir hier einen neuen Charakter. Der hier ist geleakt, keine Ahnung, wer das ist. Neuer Charakter. Wir hatten den aber auch schon gesehen in Garden of Banban 4. Das heißt, das stimmt alles. Tja, crazy, Mann. Okay, ich bin fast 23 Uhr, 0 Uhr, blablabla, war zocken, schau Video, Stream. Geil, war mega, so eine geile Atmosphäre. Garden of Banban 5 sieht mir aber auch wie ein Remake aus von Garden of Banban 1. Ja, wir werden sehen, was da Phase ist, ne?
Ich würde sagen, Freunde, wir gehen rüber. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich wünsche mir, dass heute viele mit mir an die Grenze gehen. Wir machen heute wieder geile Grenzpolizei-Action. Und ihr dürft natürlich auch mitentscheiden, wenn wir einen Drogendealer hochnehmen. Oder wir mussten gestern sogar einen Mordfall klären. Bis gleich, Freunde. Ich gehe raus. Bleibt einfach dran. Ihr werdet rübergeschmissen in einen anderen Stream. Ich hoffe mindestens, dass 500 Leute von euch rüberkommen. Würde ich mich freuen. Ein Like noch schnell für den Stream da lassen, bevor ihr geht. Lasst noch schnell ein Like da. Das ist für uns YouTuber ganz wichtig, damit wir auch mal in die Trends kommen. Wisst ihr, wie ich meine? Bis dann, Freunde. Wir sehen uns gleich wieder und ciao mit Au.